Erklärvideos selbst erstellen mit VideoScribe. Das ist jetzt das zweite Tutorial zu diesem Thema und im ersten Tutorial habe ich ja mal eine kurze Übersicht gegeben, wie schnell man hier wirklich solche tollen Erklärvideos machen kann mit VideoScribe. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Jetzt kommt das Tutorial, wo wir einfach die erste Szene mal erstellen und dann auch speichern. Also bleib jetzt dran. Ja, ich bin jetzt hier eingeloggt und wir machen jetzt Folgendes. Wir stellen jetzt unsere erste Szene, die wir dann auch in den weiteren Tutorials weiter bearbeiten werden. Und ich klicke jetzt hier einfach auf Create a New Scribe. Da klicke ich jetzt drauf. Jetzt habe ich hier wieder meine Leinwand oder Canvas, wie man auf Englisch dazu sagt oder wie die Englisch sprechenden Menschen dazu sagen. Und ich möchte jetzt Folgendes tun. Ich möchte jetzt mal ein Bild einfügen. Dazu klicke ich einfach hier unten auf Add New Image. Da klicke ich drauf. Dann wird mir hier die Bibliothek geöffnet. Hier habe ich, das sind hier Fotos, die ich selber hier schon hochgeladen habe, also Bilder. Und hier sind die ganzen, ja, die ganzen Kategorien, die man sich suchen kann. Das habe ich ja auch schon im ersten Video ein bisschen gezeigt. Und man kann aber auch hier in die Suchleiste eingeben, was man denn suchen möchte. Und ich möchte jetzt gerne einen Computer haben, wo ich dann auch in dem Bildschirm ein eigenes Foto noch einfügen kann. Das werden wir machen. Also hier siehst du, werden mir sofort viele Dinge ausgespuckt, die irgendwie mit Computer zu tun haben. Und ich klicke jetzt einfach auf diesen Bildschirm. Der gefällt mir schon ganz gut. Der wird jetzt hier eingefügt. Ich kann jetzt hier die Größe verändern. Also ich möchte das ein bisschen kleiner haben. So. Das reicht mir. Und jetzt möchte ich hier drinnen noch ein eigenes Foto einfügen. Also klicke ich hier nochmal auf Add New Image. Ich habe schon einige drinnen, die ich mir hier hochgeladen habe, aber ich möchte das hier zeigen. Ich möchte von meinem eigenen PC eins hochladen und hier integrieren. Das heißt, ich klicke hier unten drauf und du kannst hier SVG, GIFs, BMP oder ZIPs hier hochladen. Es funktioniert aber auch hervorragend mit JPEG und so weiter. Auch GIFs funktionieren. Also eigentlich sind hier so richtig alle Formate, die gängig sind, die funktionieren. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel aus meinem Ordner, was wähle ich hier aus? Ich nutze hier, ja, ist ja egal. Ich nehme jetzt hier, würde ich mal sagen, diesen Haifisch. Den wähle ich aus. Jetzt wird der hier importiert. Das ist jetzt zum Beispiel eine PNG oder PNG-Datei. Auch das funktioniert problemlos. Wird jetzt hier hochgeladen. So, jetzt habe ich hier schon den Haifisch und jetzt kann ich hier bereits bei meinen eigenen importierten Bildern hier einstellen, möchte ich den, wenn er auftaucht auf der Leinwand, gezeichnet, das heißt Draw, oder möchte ich den einfach hereinfliegend oder erscheinend, also Move In haben. Ich möchte den gern gezeichnet, das passt mir schon ganz gut. Und dann kann ich hier noch dann kann ich hier noch auswählen, ob ich den gesketcht haben möchte, also das heißt, dass er so strichenweise erscheint oder dass er einfach normal erscheint. Ich lasse das jetzt, ich nehme da jetzt hier Sketch. Denn das gefällt mir immer ein bisschen besser und dann gehe ich jetzt hier auf den Pfeil mit Enter. Und jetzt wird mir hier dieser Haifisch eingeblendet und den möchte ich jetzt einfach kleiner haben. Dazu ziehe ich hier einfach das hier wieder enger und integriere den hier in den Bildschirm. So, das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut. Und jetzt möchte ich hier drunter noch einen Text einfügen. Da klicke ich jetzt hier drüben auf dieses Symbol. Da gebe ich jetzt einfach meine Webadresse ein. Kann dann hier die Schrift noch ändern. Wenn ich hier auf Manage Fonts gehe, sind alle möglichen Schriftarten hier integriert. Auch das habe ich schon im ersten Video gezeigt. Dauert heute sehr lange bei mir. Super Internetverbindung. Aber das ist eben den Tal, wo ich zu Hause bin, sowieso immer ein Problem. Hier siehst du die ganzen Schriften und die müsste man sich aber importieren, um nützen zu können. Das mache ich jetzt nicht, denn auch das dauert wieder einige Momente. Einfach auf das Plus klicken, dann hat man die Schrift drinnen. Ich habe mir hier schon dieses Adobe Caption Pro Bold hier gesichert.
Natürlich völlig kostenlos, kostet dir nichts, aber diese Schrift gefällt mir ganz gut und die möchte ich jetzt hier anwenden auf dieses Benjamin Bible.at und hier möchte ich noch die Farbe ändern. Da machen wir jetzt so ein Türkis, Enter. Und dann klicke ich nochmal auf diesen Pfeil und jetzt wird mir dieser Text eingeblendet. Auch den kann ich jetzt wieder kleiner machen. So, und dann schiebe ich jetzt hier unter diesen Bildschirm. Und so soll jetzt meine erste Szene aussehen. Ich zeige dir das jetzt mal in der Vorschau. Das heißt, ich kann jetzt hier die gesamte Szene ansehen. Da klicke ich jetzt drauf, dann wird mir das gezeigt. Siehst, das wird hier schön gezeichnet. Zuerst mal der Bildschirm, dann kommt jetzt mein Haifisch rein. Der wird jetzt gecatcht, denn das habe ich ja angegeben, wenn du dich erinnern kannst. Und jetzt kommt noch drunter meine Webadresse. So, das ist jetzt meine erste Szene und ich möchte dir jetzt an dieser Stelle auch noch zeigen. Du kannst dir zum Beispiel, wenn ich jetzt nur diesen Haifisch anklicke, ich klicke jetzt nochmal weg. Jetzt ist hier nichts markiert. Wenn du jetzt hier oben schaust, ist nur dieser Pfeil hier auf aktiv. Also da kann ich draufklicken und nochmal die ganze Szene von Anfang an anschauen. Dieser Pfeil hier, der leuchtet nicht auf. Da kann ich nichts tun. Wenn ich draufklicke, passiert nichts, denn das ist jetzt der Pfeil, wo ich mir ein einzelnes Element anschauen kann, wie das gezeichnet wird. Das zeige ich dir, wenn ich jetzt auf den Haifisch klicke und konzentriere dich jetzt hier oben auf diesen Pfeil. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Haifisch klicke, leuchtet das Teil. Und wenn ich da jetzt drauf klicke, wird mir nur gezeigt, wie der Haifisch gezeichnet wird. Und das kann ich dann hinterher auch wieder bearbeiten, wenn es mir nicht gefällt, von der Zeit her und so weiter. Also, das heißt, vom Haifisch weglaufen bis zum Ende. So ist es. Also das ist ganz toll, denn so kann ich wirklich Einzelelemente bearbeiten. Das war's jetzt mal zur Erstellung der ersten Szene. Ich möchte die jetzt speichern, denn damit machen wir dann im nächsten Tutorial weiter. Ich klicke hier auf Save und jetzt kann ich auch hier einen Namen vergeben. Und da gebe ich jetzt ein Test mit Video Scribe. Fertig und klicke hier auf Speichern. Und jetzt ist diese Szene gespeichert und da machen wir im nächsten Video weiter. Da wird es dann darum gehen, um die Kameraeinstellungen. Denn du hast ja jetzt hier gesehen, dass die Kamera immer zu dem Element hinzoomt, das gerade bearbeitet wird. Das geht aber auch anders. Da kann man viele Dinge einstellen, dass man den gesamten Bildschirm sieht und so weiter. Das sehen wir uns dann im nächsten Tutorial an. Das war's jetzt zum ersten. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal für die weiteren Updates.